Hallo und willkommen zu und in San Andreas. Wir sind gerade in einer OG-Lock-Mission. Diesmal sollen wir an einer Hausparty teilnehmen. Ich sehe schon kommen, da werden dann alle weglaufen oder anfangen zu ballern, weil der so schrecklich singt. Auf dem Weg dorthin müssen wir mal wieder unser Viertel verteidigen. Nee, diese Bandenkriege, die nerven mich aber gerade ein bisschen sehr, weil wenn das jetzt ständig kommt, da kommen wir ja zu gar nichts mehr. Muss ich eigentlich meine Viertel verteidigen oder ist das eigentlich egal? Also ich weiß natürlich, ich bekomme mehr Geld von diesem Dollarsymbol in der Grove Street, wenn ich mein Viertel oder wenn ich überhaupt mehr Viertel besitze. Aber wäre das ein Problem, wenn ich jetzt einfach sage, ach, diese Bandenkriege interessieren mich nicht, ich mache da nicht mit. Wenn ich einen provoziere, laufe ich weg und wenn mein Viertel angegriffen wird, lasse ich das. Ich habe andere Einnahmequellen. Oder sagt das Spiel dann irgendwann, alle deine Viertel sind erobert worden. Tschüss, kannst du neu anfangen. Sagt mir das bitte mal, weil diese Bandenkriege finde ich echt ein bisschen nervig. Alle paar Minuten, gut, das ist übertrieben, aber jede Folge haben wir da einmal sowas wie dein Viertel wird angegriffen. Ja, ist das nicht wieder dasselbe? Da waren wir doch schon mal. Die können sich doch auch mal was Neues überlegen. So, Polizeiwagen ist natürlich auch in der Nähe, damit wir einen Fahndungsstern bekommen. Super! Da sind die. Und wieso ist hier eigentlich das Herzsymbol? Das habe ich immer noch nicht begriffen. Ich muss aber sagen, wir sind hier auch in derselben Aufnahme. Insofern ist das kein Wunder. Ihr habt es mir bestimmt mittlerweile gesagt, aber ich kann es natürlich nicht nachlesen. Weil ich ja hier immer noch aufnehme und aufräume. Du hast es ihnen gezeigt. Das Gebiet bleibt in deiner Hand. Wir sind die Judäische Volksfront, fliegendes Selbstmordkommando. Männer, Angriff. Jetzt haben wir es ihnen gezeigt. So, na gut, dann fahren wir mal weiter zu Uti Locks Mission, beziehungsweise seinem Haus, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich schätze mal, der wird jetzt erschossen, weil er so schlecht rappt. Das wird es sein. Wir bekommen jetzt wahrscheinlich von Ryder oder von Big Smoke den Auftrag, hey, erschieß den mal, der singt so schlecht. Oh Mann, natürlich, es ist Tag und da ist jetzt gerade keine Hausparty. Was macht man denn da? Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh. Naja, sammeln wir mal das Geld ein, was hier liegt. Ist ja gar nicht mal so wenig, da kommt ja doch ein bisschen was zusammen. Speichern wir mal, dann müssten wir eh 8 Stunden vorankommen. 18 plus 8, das sind dann 2 Uhr früh. Da läuft die Party noch, da machen wir das so. Okay. Und, ja, also Mitternacht jetzt. Ach, 6 Stunden vergehen. Ich dachte, es sind 8. Drücke Tab, um den Anruf anzunehmen. Hallo. Hey, Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy-ass bitches in the house. You coming over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay. I'm gonna come over right now, then. Oh Mann, das Mikrofon hat bestimmt jemand kaputt gemacht. Und was ich vorher noch sagen wollte, der OG Lock, das war letzte Folge am Ende, der hat gesagt, wenn er wieder ins Gefängnis muss, dann macht er vorher noch eine Party. Wieso muss der wieder ins Gefängnis? Der hat doch als Techniker gearbeitet. Und das weiß doch niemand, dass er den Auftrag gegeben hat, da das Dings zu klauen, das Reimbuch und so weiter und den Manager zu versenken. Sonst wären ja wir auch im Gefängnis. Hausparty! Oh Mann. Tu mal nix, sag ich nur. Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse is about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Naja, das habe ich ja schon kommen gesehen, dass da irgendwas passieren würde bei der Party. Aber die bräuchten nur den OG Lock singen lassen vorne auf der Straße, dann hauen die doch von selber ab. Okay, die blockieren jetzt offenbar die Straße, wenn ich das richtig verstanden habe. Und
Ja, ich schätze mal, da kommen jetzt einfach ein paar Angriffswellen und wir müssen die dann eben alle niederballern. So, ein Kameraschwenk und ein verpixelter Strauch im Weg. So, positioniert euch, Karl in Deckung. Ich gehe doch nicht einfach so in Deckung. Wobei, vielleicht ist doch eine gute Idee. Oh Mann. Ah, die sind ja hier. Was ist hier los? Wieso duckt er sich denn nie? Das ist immer so ein bisschen nervig. Ich drücke 10-mal auf die Duckentaste und der Typ duckt sich nicht. Der ist hier hinten, oder was? Da ist er. Ach, der duckt sich natürlich ebenfalls. Klar. So. Auf der Brücke. Auf der Brücke über dir sind Feinde. Nicht mehr lange. So. War's das schon? Auf wen schießt du denn noch? Ist doch niemand mehr, oder? Hä? Carl, komm in die Alleyway. Der Durchgang. Ah ja, der Durchgang. Das ist hier hinten. Das gegen die letzten Feinde zu verteidigen. Ah ja, okay, der Durchgang. Ach, das sind auch welche. Oh Mann, die kommen ja von allen Seiten. Wo sind da noch welche? Da hinten. Oh, die kommen ja wirklich von allen Seiten. Oh Mist, wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Jetzt baller schon. Lad schon nach. Okay, wieder eine nervige Nachricht, die ich jetzt eh nicht lesen kann. So, da hinten sind noch welche. Ja, genau. Stell dich so in den Weg, dass ich auf dich baller, anstatt auf die Ballers. Das ist die Strategie. Das ist der Plan. Das ist perfekt. Man, I ain't never seen the ballers roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man. Once Lowe got off the mic, then the party got started. Ich sage ja nur, die hätten einfach den OG Lock auf die Straße schicken müssen. Dann wären die Ballers von selbst abgehauen. Gut, wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Respekt. Plus, dann sammeln wir mal das Geld ein hier. Dann holen wir uns mal wieder die schusssichere Weste. Die ist auch schon ziemlich ramponiert. Das war aber jetzt relativ leicht, muss ich sagen. Das war jetzt kein großes Problem, diese Mission. Und dann, ja, in dieser Folge geht sich auf jeden Fall noch eine Mission aus, schätze ich mal, die wir dann natürlich auch machen werden. Und dann beende ich diese Aufnahme. Ich bin gerade so gut im Flow drin. Es klappt gerade alles so relativ gut, wenn ich zwischendurch wieder mal irgend so ein doofer Bandenkrieg passiert. Und insofern glaube ich, dass wir da noch auf jeden Fall eine Mission anhängen können. Und dann können wir mal weitersehen. Ich möchte aber unbedingt mal in die anderen Städte. Ich hoffe mal, ich muss da nicht mehr allzu viele Missionen machen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie weit ich denn jetzt bin? Ach, das war das Garagentor. Ich habe schon gedacht, da ist wieder irgendwas. Tritt wieder irgendjemand gegen das Auto oder was? So. Speichern. Jawohl. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn jetzt? Was für eine Mission? Da ist jetzt rot. Das ist doch der Suite, nicht wahr? Kommt zwischen 9 und 17 Uhr wieder. Oh Mann, das haben wir jetzt knapp verpasst. Aber wir können auch noch so eine Tenpenny-Mission machen bei C. Aber da geht es nicht weiter, aber da kann ich ja drüber springen. Und haben wir noch irgendwas auf der Karte? Den Tenpenny, das ist C beim Market. Ja, oder wir machen doch die Suite-Mission. Was machen wir denn jetzt? Da müssten wir halt jetzt einfach mal schlafen zu Hause. Naja, weißt du was, fahren wir mal zum Tenpenny. Sagen wir mal, oder schauen wir mal, was der zu sagen hat. Sagen wir mal, was der zu schauen hat. Ey, Alter, da hast du nichts zu schauen. Wie fahren die denn? Unglaublich. Die Musik möchte ich jetzt auch nicht unbedingt hören. Dann schon eher so Pseudo-Hardrock-Pop. Man, das Fahrzeug ist natürlich auch nicht das Beste, aber ich glaube, um zum Tenpenny zu kommen, müsste es reichen. Ich muss es echt aufpassen. Ich habe mir das so zur Angewohnheit gemacht, immer die Ballers zu überfahren, wenn ich die am Straßenrand sehe. Aber dann provoziert man jetzt ja gleich einen Bandenkrieg.
Ich hoffe mal, das bleibt nicht bis zum Ende des Spiels so, dass wir da dann immer gleich einen Bandenkrieg am Hals haben, weil das ist ja doch relativ nervig. Ach, jetzt haben wir schon wieder so einen Typen hinter uns, der uns da ständig... Alter. Na gut, nehme ich ein anderes Auto. Der uns da ständig irgendwie... Komm. Was macht der denn? Oh Mann. Hey, nicht mich verhaften. Ich habe doch nichts getan. Ich kann doch nichts dafür, dass da jemand mein Auto rumschiebt. Könnt ihr mir mal erklären, ist das ein Bug, dass das manchmal passiert, dass mir jemand so hartnäckig nachfährt und mich versucht abzudrängen oder wegzuschieben, oder ist das Absicht? Macht das jemand, wenn ich ihn anfahre? Kann das passieren, dass das einer macht, den ich gerammt habe? Oder ist das Zufall oder ist es eben ein Bug? Würde ich gerne mal wissen. Naja, so, Tenpenny natürlich hier beim Donut. Das wäre ganz cool, hier mit dem Motorrad durchzuspringen, also durch den Donut jetzt gerade mal einen Blick zu bekommen. Es müsste eigentlich klappen. Die Frage ist nur, ob es da eine Rampe oder sowas dafür gibt. Wahrscheinlich ja nicht. Jim's Sticky Ring. Jim's Klebiger Ring. Grey Imports. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands, and you'll see what I mean. Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Oh Mann, schon wieder so eine. Mach dich auf zu den Docks, wo die Ballers einen Deal mit den Russen durchziehen. Schon wieder so eine doofe Tenpenny-Mission. Naja, ich fahre mal dann ganz offiziell. Ach so. Dann machen wir es halt so, mit dem Polizeiauto vor. Komm schon, steig ein, Karl. Ich habe hier einen offiziellen Auftrag. Ich meine, wenn ich im Auftrag der Polizei zu den Docks fahren soll, hoppla, dann darf ich das doch wohl auch mit Blaulicht und offiziell mit Sirene. Weil ich habe hier ein Verbrechen zu verhindern, einen Waffenhandel. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht die Sirene ausschalten, damit ich den Fahndungsstern verliere. Aber ich bin hier in einem Einsatz. Das ist doch... Ich suche mich gerade selber. Wisst ihr? Kein Grund zur Sorge. Ich bin Teil der Fahndung nach Carl Johnson. Es würde mich interessieren, ob das Absicht ist, dass die NPCs teilweise gegen Laternen fahren. Also ganz ohne, dass ich jetzt irgendwie dran beteiligt bin. Oder ob das nur ein Bug ist. Dass die halt manchmal Fahrfehler machen. So, also mit Blaulicht zum Hafen, den Stern, sollten wir doch eigentlich dann gleich los sein. Machen wir es mal aus. Warten wir mal hier ein bisschen. Solange jetzt hier nicht ein Motorradpolizist vorbeikommt, sollten wir den Stern relativ schnell verlieren. Ich park mal hier und esse einen Donut. Übrigens, ich bin Officer, ich bin zivil unterwegs, deswegen habe ich auch keine Uniform an. Na, komm schon, Stern, verschwinde. Oder verschwindet er nicht, weil wir, oder wenn wir einen Polizeiwagen haben? Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie zusammenhängt. Ich möchte mal was testen. Wow. Das hat natürlich nichts gebracht, weil
weil ja hier eine Betonmauer ist. Vielleicht von der anderen Seite, wenn wir hier Anlauf nehmen, dass wir dann noch weiterspringen können. Ich weiß schon, ich lasse mich ablenken, aber ich finde das jetzt gerade cool. Außerdem habe ich eh einen Verhandlungsstern, den würde ich ja gerne loswerden dann. Aber irgendwie werde ich den gerade nicht los. So, oh Mann, ist das Auto hinten runtergefallen. Super. Ja, fällt da gleich mal runter. Lass uns halt stehen. Machen wir es ein andermal. Kommt da jetzt ein Zug? Nee. Das wäre jetzt natürlich super, wenn ich jetzt gerade überfahren werden würde. Hier hinten ist aber eine schusssichere Weste. Genau, die holen wir uns mal. Auch wenn unsere aktuelle ja nicht sehr beschädigt ist. Kann ja trotzdem nicht schaden. Und dann nehmen wir uns mal ein Auto und fahren jetzt dorthin, wo der Tenpenny uns hinhaben wollte. Das hört sich für mich jetzt wieder so nach einer Schleichmission an, wo du irgendwie dich anschleichen musst und die Waffen klauen. Ich wäre gerne mit dem Polizeiauto dorthin gefahren, aber es hat jetzt halt hat nicht sein sollen. Oh Mann, es sind schon wieder Ballers hier unterwegs. Schnell, ich muss weg hier, sonst provoziere ich einen Bandenkrieg. Jetzt kriege ich gleich wieder einen Stern. Oh Mann. Alter, das nervt. Da wäre ich ganz aggro. So, hier lang schätze ich mal. Ja, ja, ja. Ich bin immer noch in einem Einsatz. Auch wenn ich in keinem Einsatzfahrzeug mehr bin. So, hier ist das jetzt offenbar. Da ist der Officer. Also da ist ein Officer. So, ist das hier oder was? Oder muss ich über die Brücke? Nee, das ist doch hier. Ah ja, da hinten. Da ist ja auch das rote Dingens. Jetzt habe ich aber keinen Stern mehr, oder? Nee, er ist schon wieder weg. Okay, wenn ich in einem Polizeiauto bleibe, dann geht er nicht weg, scheinbar. So, komme ich da rum? Geht das? Da sind Züge drin. Ja, das scheint zu klappen. Naja, genau. Russen und Ballast treffen sich im Lagerhaus. Ach, die verladen hier Fahrzeuge oder was? Du musst einen Weg nach innen finden. Oh, das wird eine Schleichmission. Okay, hier ist ein Dingens, das ich kaputt schießen kann. Soll ich jetzt aussteigen, oder? Ist jetzt die große Frage. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Ich gehe mal in Schleichmodus. Ich sehe ja leider gerade gar nicht, wo da Wachen sind. Also nicht so richtig. Okay, da läuft jetzt einer rum. Das sieht mich aber, glaube ich, nicht, oder? Sieht er mich? Doch. Da laufen jetzt alle Leute weg. Der hat immerhin eine Submachine Gun. Oh, da sind nur noch mehr. Kann man sich hier eigentlich so hinter einer Mauer verbergen? Das habe ich jetzt kommen sehen, dass das geht. Gehen wir hier lang. Für eine Schleichmission wundert es mich jetzt aber, dass da nicht am Radar angezeigt wird, wo Gegner sind. So, da hinten ist ja nix, soweit ich das sehe. Ach, da ist einer. Gut, bis jetzt war es ein Kinderspiel. Da ist einer direkt ums Eck. Alter. Mensch, jetzt baller doch. Der schießt nicht. Der schießt einfach nicht. Oh Mann, und die Waffen der Gegner wären jetzt auch schon heftiger, weil das sind ja jetzt, oh, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu nah jetzt an den Fässern hier stehen, weil sonst fliegen wir selber in die Luft. Okay, das ist einfach nur ein... Alter, was ist denn los mit dir? Das hat aber lange gedauert, bis der gestorben ist. Die Waffen der Gegner wären auch immer heftiger. Die Frage ist, können wir das Fass eventuell später noch brauchen? Also mit später meine ich jetzt im Laufe der Mission. Bringt das was, wenn wir das irgendwo hinrollen in die Mitte und dann später können wir es dann benutzen für irgendwas? Ich mach's einfach mal. Nur so zum Spaß. Hier brennt. Schön und gut, aber... So, da sind noch welche, noch ein paar Russen, jetzt nicht mehr. Das Treffen findet hinten im Büro statt. Aus irgendeinem Grund ist auch keiner beunruhigt, dass hier vorne geballert wird. Das ist halt normal in Russland.
Vor allem um die Wendezeit rum. So, ducken wir uns mal. Da ist noch einer. Okay, der kann so hinter die Mauer. Wieso kann ich das nicht? Kann ich mich nicht auch so an die Wand drücken? Na komm schon. Kannst du dich seitwärts bewegen? Hä? Was? Was? Festschildtaste? Seitwärts bewegen? Ach so, meint er. Das ist eh der normale Zustand. Wenn ich Feststelltaste drücke, Seitwärtsbewegungen, kannst du um Ecken sehen und dich bei... Hä? Funktioniert aber nicht. Ich habe die Feststelltaste jetzt aktiviert. Oder muss ich die gedrückt halten? Das geht doch nicht. Die ist doch ganz an einer anderen Stelle auf der Tastatur. Oh Mann. Abrollen nützt über Schießereien. So kannst du feindlichem Feuer ausweichen, den Gegner überraschen. Links, rechts, rechts. Das ist auch irgendwie die schlechtestmögliche Zeit, um mir so ein Tutorial zu bieten, wenn ich hier mitten in der Mission bin. Ach, da ist ja jemand. Und dann heißt es auf einmal, och, jetzt mach mal das, jetzt mach mal das. Lange Erklärung, da soll ich auch noch Romane lesen. Was bedeutet das Herz immer hier? Kann ich mit dem irgendwas machen? Oh Mann. Das sind jetzt auch noch ein paar Fässer. Jetzt nicht mehr. Zum Glück ist da jetzt allerdings eine schusssichere Weste, habe ich gerade gesehen. Komm, der lädt gerade dann nach, wenn ich es nicht brauchen kann. Die holen wir uns jetzt mal. Ah. Okay, die fliegen nicht in die Luft. Die allerdings... Tja, es wird spannend. Was wird uns hinter der nächsten Ecke erwarten? Ich mache da jetzt einfach noch eine Folge draus. Und ich hoffe mal, euch hat es bis jetzt gefallen hier. Ist natürlich wieder mal ein Cliffhanger. Hahaha, ich mache das so gern. Und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.